Please hold for a very important message. Hallo liebe Schnuffelhasen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Saniel, dein Lieblingsroaster mit Herz. Und ich heiße dich willkommen zu einer neuen Reaction. Und zwar mit Sirene und einem Ventilator. Es ist nämlich sehr, sehr heiß in Hamburg. Wow. Ja, okay. Genau, es ist sehr, sehr heiß und die Wohnung hat sich sehr aufgewärmt, deswegen muss ich hier so ein bisschen die Fenster offen lassen. Ich hoffe, das ist für euch okay von der Geräuschkulisse. Ich versuche hier ein bisschen mehr so reinzureden, okay? So, es geht heute um den Podcast von Carina und Yasin. Der ist ja jetzt schon ein Weilchen online, das weiß ich. Aber ich habe, als er rauskam, so viele Nachrichten von euch bekommen. So, bitte, Sani, du musst das kommentieren, du musst das kommentieren. Und dadurch, dass ich ja wirklich Ex on the Beach mit euch zusammen verarbeitet habe, begleitet habe und bleibende Schäden davon habe, muss ich das jetzt einfach nochmal zum Schluss nochmal hören, um zu gucken, ob es da noch Hoffnung gibt und ob ja, Yasin und Carina irgendwas verstanden haben im Nachgang. Ja, also ich würde sagen, erwartet nicht zu viel, weil ja, ne, ein Mensch kann oftmals nicht aus seiner Haut fahren. Na gut, falls du neu bist auf diesem Kanal, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du ein Schnuffelhase werden würdest. Tritt dieser wundervollen Community bei und werde ein Teil von uns. Sei kein stiller Zuschauer. Lass uns wissen, was du denkst über die Leute hier, über die beiden Süßen. Und heute mein Vorgeplänkel. Ich hab nix. Ich hab einfach meine Hunde fürchterlich lieb. Wir haben heute schon ganz viel gekuschelt, ne, Doni? Ja. Und ansonsten geht's mir soweit gut. Ja, mehr kann ich gar nicht sagen. Ich habe heute zwei Freunde gesehen, die ich ganz doll lieb habe. Und wir hatten gute Gespräche und so, haben uns geupdatet. Ich habe immer noch nicht meine Geburtstagsgeschenke ausgepackt. Das ist ein Problem. Ich sehe die hier alle und freue mich drauf, die auszupacken. Aber irgendwie steht bei mir so viel auf dem Zettel diese Woche. Und meine Prio ist halt so Arbeit und Freunde sehen. Ich sehe die immer nicht lang, weil ich halt so viel zu tun habe. Aber die Geschenke, ich müsste die jetzt mal auspacken. Also ich packe die spätestens am Wochenende aus. Ich hoffe, das nimmt mir keiner meiner Freunde übel. Das größte Geschenk war eh, dass die da waren. Ich habe zu jedem gesagt, Hauptsache ihr seid da. Und natürlich freue ich mich auch über die Geschenke. Ist das unhöflich? Das könnte unhöflich sein, ne? Nein, soll es aber nicht. Okay. RTL Plus Premium Abo ist ein Thema. Du kriegst dieses vergünstigt über mich. Alles, was du dazu brauchst, findest du unten in der Infobox. Und du kannst den Podcast und auch andere Podcast-Folgen mit anderen Protagonisten auch auf RTL Plus hören. Und ja, begib dich da einfach hin. Ne? Ich mache dir den Link zu der vollen Podcast-Folge hier rein und dann let's go. Ja, wie haben wir die Ausstrahlung erlebt? Willst du vielleicht anfangen, Yasin? Wie soll ich sie erlebt haben? Ja, wie fandst du die so? Ja, teilweise unangenehm für mich, muss ich sagen. Also es gab so Situationen, die hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm. Wie teilweise unangenehm? Ich finde fast alles, was man von ihm gesehen hat, war mega unangenehm. Ist das dann wirklich so, dass du dann so davor sitzt und denkst, ja, so ein paar Momente waren peinlich, aber der Rest war eigentlich okay? Welche dann? Zum Beispiel dieser Tanz mit Laura. Weißt du noch? Also ich hatte im Kopf so, ja, ich habe dir so ein bisschen Striptease hingelegt und das war's. Und dann habe ich das mal jetzt im Fernsehen gesehen, am Hals ablecken und sowas. War schon ein kleiner Trockenfick, ne? Weiß er alles nicht oder was? Also ich meine, er agiert doch jedes Mal so. Wie strunzbesoffen muss er denn gewesen sein? Also was ist da passiert, dass man das nicht weiß, was man getan hat und was man aber immer wieder tut? Dann merkst du auch, dass ich, glaube ich, eine verzerrte Wahrnehmung habe. Definitiv. Weil ich noch neben... Ja, definitiv, sagt sie auch, ne? Du hast definitiv eine verzerrte Wahrnehmung. Was machen wir denn da? Neben Maurice sitzt und sagt, ey, das war doch nur ein Tanz, oder? Was war daran so schlimm? Ja. Und das hast du jetzt begriffen, oder was? Dass du eine verzerrte Wahrnehmung hast. Was willst du denn dagegen unternehmen? Ich als Zuschauer würde wahrscheinlich auch über mich und Yasin lachen und würde mir denken, oh mein Gott, die sind ja schon so ein kleines bisschen lächerlich. Kleines bisschen? Also, das wäre noch gut. Wir haben mehr als das gedacht. Also du... Ne, wir kommen darauf zu sprechen, aber so ein kleines bisschen lächerlich ist untertrieben. Und vor allem, wenn dann noch diese ein oder andere Aktion von dem Yasin kommt, dass ich dann so ein bisschen als die Dumme da stehe, kann ich schon nachvollziehen. So ein bisschen als die Dumme. Süße, du hast in ernster Lage nicht verstanden.
Wir haben nicht gedacht, so ein bisschen hier und so ein bisschen da. Das war hochdramatisch, was du dir da angesehen hast und toleriert hast. Ja, sie sagt dann, sie hätte ihm die ein oder andere Aktion verziehen, weil die sich so gut verstanden hatten. So, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wir können uns ja gut verstehen, aber dann eben bis zu dem Zeitpunkt, wo du sowas Dummes, Respektloses vor meinen Augen machst. Ja, man muss sich überlegen, der 24 Stunden komprimiert in 45 Minuten. Ja, aber was willst du uns damit sagen? Diese 45 Minuten, die komprimierten 45 Minuten, haben ja stattgefunden. Oder ist das eine Montage? Ist das ein Double, ein Stuntman, ein Double, welches da diese dummen Sachen für dich gemacht hat? Ist ja egal, was du die restlichen 11 Stunden machst, wenn die eine Stunde oder wenn was du 23 Stunden lang machst, wenn das gut ist, das macht ja nicht wett, dass die eine Stunde Katastrophe und dass das Niveau ist. Ja, bist du behindert, ehrlich? Okay, wow, ich verstehe es nicht. Er sagt auch, Ex on the Beach hätte für ihn jetzt weitere Türen geöffnet, ne? Wo ich mir so denke, okay, du, also RTL ist, glaube ich, glücklich, so jemand, wie soll ich das sagen? Er ist ja in dem Moment, der Zuschauer sitzt ja vom Fernseher und denkt sich, what the fuck, wie kann ein Mensch so sein? So Autounfall-Moment, ne? So, man kann nicht weggucken, aber man kann auch nicht hingucken, egal. Und er meint jetzt hier, Satz, denkt, das sei in Ordnung, zu ihr zu sagen, du bist so behindert oder was. Und das wird nicht weggepiept und gar nichts und das wird einfach so stehen gelassen. Dann einigen sie sich so ein bisschen darauf, ab wann sie weich wurde. Das war wohl in der Cabana, als sie irgendwie so auf Hard to Get gemacht hat. Und er sagt, aber ab da wurdest du weich. Und ihr ist es nochmal ganz wichtig zu betonen, dass sie ihm da aber noch einen Korb gegeben hat. Na, das ist ihr hier auch ganz wichtig. Da sagt sie so, ja, aber ich habe dir einmal kurz noch einen Korb gegeben. Ja, aber danach hast du dich trotzdem wie so eine Idiotin behandeln lassen. Carina, bei dir hat Johnny am Anfang versucht zu landen. Er hat versucht, dich zu küssen und konnte sich aber nicht mehr daran erinnern. Wie denkst du über die Situation heute? Ich muss sagen, ich habe schon einige dieser Podcasts gehört, ne? Aber der hier haben die beiden wirklich so richtige Krücken bekommen. Also man hört so richtig, wie er jedes einzelne Wort abliest. So, man hat den, glaube ich, auch nicht zugetraut, mit Stichworten oder so zu arbeiten. Er liest halt wirklich ab und lässt sich auch anmerken, dass er es abliest und zwar schlecht. Ich sag's auch immer wieder bei Instagram und ich kriege ganz viel Hate dafür ab, aber ich liebe, liebe, liebe Dominik. Dominik ist geil. Ja, Dominik ist richtig geil. Mhm. Das sagt mehr über euch aus, als ihr denkt. Der hat einfach da Spaß gehabt. Mein Gott, der Typ ist Single. Und wenn er will, kann er 20 Frauen das Gleiche vorsingen und sagen. Ja, aber das ist doch ungeil. Also du beschwerst dich über Yasin, dass er mit vielen Frauen geflirtet hat. Aber bei Dominik ist es okay. Finde ich jetzt nicht schlimm, weil er hat jetzt auch keinem Mädchen irgendwie das Gefühl gegeben, ich will mit dir was Ernstes. Also das war alles irgendwie so ein bisschen auf Spaß angelehnt. Können wir vielleicht Gabby und diese Blonde und so weiter die Betroffenen einmal fragen, ob die vielleicht nicht doch dachten, er würde das ernst meinen? Also ich finde, dass also jeder wusste es ja auch und es hat sich eigentlich jeder darüber lustig gemacht, bis auf die Mädels, zu denen er das gesagt hat. Ja, okay. Merkt sie denn gerade, was sie so für eine Scheiße von sich gibt? Natürlich. Die Mädels, die drauf reingefallen sind, die sich dann auch so verarscht gefühlt haben, waren diejenigen, die betroffen sind und die dann zu Recht sauer sind. Und ob jetzt der Rest darüber lacht, der damit nichts am Hut hat, ist ja egal. Also hörst du dir selber zu? Und dann sagt er irgendwie, also Yasin versucht, den Dominik irgendwie in Schutz zu nehmen und auf der einen Seite sagt er, der sei im wahren Leben anders. Mal sind die anders im wahren Leben, dann machen sie aber wieder eine Story und sind genau gleich. Also ja, Yasin, es sah so ein bisschen so aus, als ob du jedes weibliche Wesen direkt fixiert hättest mit deinen Augen. Ja. Ist das im echten Leben auch so? Und jetzt sei mal bitte ganz ehrlich. Nee, im echten Leben ist er ein, wie soll ich sagen, ein gebildeter Mann mit Manieren und ohne so viele persönliche und psychische Probleme. Genau. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe eine Schwäche für schöne Frauen, ja? Ja, hast du, auf jeden Fall. Und auch keinen Bezug, keinen guten Bezug zu dir selbst, ne? Was soll ich sagen? Das heißt, es ist im echten Leben auch so. Wie das heißt, du? Wenn du im echten Leben gerade jemanden kennenlernst und du sagst, boah, ich finde dich mega. Stopp mal. Wir kannten uns seit 2-3 Tage. Das hat gerade gar nichts mit mir zu tun, Yasin. Okay. Hier sagt er, wir kennen uns 2-3 Tage. Später irgendwann sagt er,
er sei ja vergeben gewesen, selbst im Haus. Dann wiederum fragt er sie, warum sie dachte, die seien in einer Beziehung im Haus. Die sind so, das Blöde ist, dass die halt immer nicht wissen, was sie vorher gesagt haben. Also mal, also nee, das ist mir zu viel. Zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich noch gechillt, ne? Also da hast du mir ja auch noch gar nicht gesagt, dass du keinen Bock mehr auf mich hast und mehr Bock hast auf Laura. Stopp mal, das habe ich auch nie so gesagt. Ja, okay, aber im Großen und Ganzen ist es darauf hinausgelaufen. Bullshit. Soll ich, okay, Bullshit. Sondern? Bullshit. Das Schlimme ist halt, also er ist zum Beispiel so ein Mensch, mit dem darf man sich danach nicht mehr treffen. Da braucht man wirklich Blocking statt Shocking, weil der hat diese Fragen wie dieser Max Bormann oder wie heißt der? Der hat ja auch mit der Luisa damals den Podcast gemacht, den ich auch kommentiert habe. Und dann stellen die immer so dumme Gegenfragen. Und dann behaupten die so lächelnd immer so Bullshit, obwohl das genau die Wahrheit ist. Das ist super gruselig. Vielleicht habe ich ein bisschen gechillter getan, als ich bin. Weil? Aber ich bin schon recht gechillt. Aber warum hast du gechillter getan, als du eigentlich bist? Weil wir uns seit 2-3 Tagen kannten. Mann, die tun mir beide richtig leid. Also sie, ach, ich weiß es nicht. Sie hat doch auch, während sie die ganzen Storys gemacht hat, während der Ausstrahlung, auch wieder ganz anders darüber geredet. Dann so, ja, ich halte zu meinem Partner. Das war überhaupt nicht schlimm für mich. Ich war voll gechillt. Jetzt auf einmal sagt sie, sie hat mehr gechillt getan, als sie wirklich war. Also es ist irgendwie so, mal heute so, morgen so. Und es ist ja, ich kann da ja auch nichts für, weißt du, ich kenne dich seit 2-3 Tagen und ich finde dich gut und ich habe mit dir tolle Gespräche gehabt. Und wenn dann mein innerliches Gefühl mir sagt, okay, du spürst jetzt gerade ein Gefühl, was dir nicht gefällt, weil du so mit anderen Frauen bist, dann kann ich das ja nicht ändern. Aber ich weiß, dass es lächerlich ist, weil ich dich erst seit 2-3 Tagen kenne. Aber jeder, der im Fernsehen ist, weiß, wie intensiv diese Zeit ist. Guck mal, seht ihr mein Gesicht? Ich gucke das die ganze Zeit so. Also ich höre das die ganze Zeit so. Ich habe das da vorbereitet und ne, beim ersten Hören war ich auch so die ganze Zeit so. Ich kriege richtig hier so einen Krampf in der Stirn, weil ich nicht weiß, ob die wissen, was die da sagen. Aber deswegen habe ich es nicht angesprochen, weil wäre ich dann zu dir gekommen, hätte ich gesagt, ey Yasin, ich habe echt ein scheiß Gefühl, weiß ich, dass ich da einfach zum größten Affen hingestellt werden würde, weil das nach 2-3 Tagen auch einfach nicht normal ist. Maus, du hast dich so oder so zum Affen gemacht. Und warum hast du in deinen Storys die ganze Zeit immer erzählt, er wäre dort so wie dein Partner gewesen? Dein Partner. Und jetzt auf einmal sagst du, es wäre albern gewesen, Besitzansprüche zu machen. Aber es war dein Gefühl. Es war mein Gefühl, ja. Wie er sich jetzt hier noch die Bestätigung holt. Also du hast schon gelitten wegen meinen Handlungen, ne? Geil, Alter. Natürlich hat mir das nicht gefallen, als ob ich da hingucke und mir denke, boah, geil, mein Favorite Boy macht da gerade mit einer anderen rum oder macht sich an sie ran. Aber meinte sie nicht auch, sie hätte das alles nicht gesehen? Hat sie in ihren Insta-Statements nicht immer gesagt, das habe ich gar nicht gesehen? Da war ich gar nicht anwesend? Das habe ich erst mit der Ausstrahlung erfahren? Ja, aber stopp, du hast ja gerade was gesagt, was überhaupt nicht stimmt. Du so, ich hätte dich sofort abgeschossen, sie genommen, das stimmt so nicht. Naja, war schon so. Als Laura kam, hast du ja Carina links liegen lassen. Okay, wie war's denn? Wie war's denn? Ich habe mit der hardcore geflirtet, mit der mich krass unterhalten und so, das war's. Okay, du weißt doch ganz bestimmt, was so auf Instagram rumgeht, oder? Aha, geil, okay. Also warte mal, warum flirtest du denn hardcore mit ihr? Ich habe hardcore mit ihr geflirtet. Was sind das für Aussagen? So, ich dachte, du hättest da Carina dann kennengelernt. Und dann so, nee, ich habe die nicht links liegen lassen. Ich habe mit der Neuen nur hardcore geflirtet. Macht das Sinn in seinem Erbsenhirn? So, und jetzt geht rum auf Instagram, dass Laura sagt, sie hätte ihm am Folgetag nach ihrem Einzug oder noch einen Tag danach, keine Ahnung, eine Abfuhr gegeben, die nicht ausgestrahlt wurde und nur deswegen hatte die Finger von ihr gelassen und ist zu Carina zurückgegangen. Yasin behauptet, das stimmt nicht. Ich glaube ihm kein Wort, wenn ich ganz ehrlich bin. Nein. Okay, dann hat sie da wahrscheinlich gelogen auf Instagram. Dann hat sie da gelogen, richtig, Laura. Genau. Aber wie glaubwürdig ist Yasin? Also ich meine, auch wie schnell er sich dann mit Paulina vertragen hat. Der hat sie doch gehasst am Ende. Oh, bleibt einfach dran. Also, nee, für mich ist dieser Mensch überhaupt nicht glaubwürdig. Sorry. Ja, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, Yasin. Thema Paulina. Ja. Yay. Wie stehst du denn heute zu ihr? Neutral, würde ich sagen. Ich habe jetzt keinen Hass auf sie oder so, aber auch nicht beste Freunde. Okay, was nach Ex on the Beach passiert? Was soll nach Ex on the Beach passiert? Was ist so passiert danach? Wir haben uns gesehen im Hotel alle. Nach der Show. In Mexiko im Hotel. Meinst du?
Achso, ja, da. Ja. Da waren wir alle saufen miteinander und gut ist. Aber du hast doch gesagt, sie sei der Teufel. Wie kannst du dich dann so schnell beruhigen und dann ist wieder alles gut? Und warum kann man dir nicht normale Fragen stellen? Warum musst du immer so komische Gegenfragen stellen? Ja, es gibt halt Gerüchte. Anastasia behauptet, sie hätte irgendwelche Dreier gehört, gesehen, in denen Yasin wohl integriert war. Ich glaube das auch, um ehrlich zu sein. Was willst du von meiner Version hören? Ja, wie das war. Anastasia, hast du es nicht mitbekommen, dass sie da drin war und das gesehen oder gehört hat? Ja, Anastasia war vor der Tür, sie hat noch geklopft, so was geht ab. Da habe ich noch die Tür aufgemacht. Aber da sind jetzt Namen mit drin. Man redet nicht über Leute, die nicht am Tisch sitzen. Das ist ein bisschen blöd, finde ich. Du musst ja niemanden hier schlecht reden. Ja, aber man trotzdem, ich will jetzt nicht andere Namen mit reinziehen. Er ist so eine unehrliche Haut, Leute, ich sag es euch. Er sagt immer, also immer, wenn es dann darum geht, auch später, nach der Show ist er wohl zu irgendeiner Ex gegangen und Carina will das aufdecken und sagen, na, und wo habe ich dich erwischt oder wo habe ich dich abgeholt? Und er so, nee, man redet nicht über Personen, die nicht da sind. Junge, wie willst du denn deine Karriere aufbauen? Die Leute sollen doch auch irgendwas erfahren. Du kannst nicht immer alles vertuschen. Wer war in diesem Zimmer? Warum hattest du nur eine Unterhose an? Und warum behauptet Anastasia, es hätte Dreier gegeben? So, mit dem kann man gar nicht reden. Macht richtig Sinn, diesen Podcast hier zu führen. Wenn du ja, nicht ist sagst. Doch so. Es macht halt gar keinen Sinn, diesen Podcast zu führen, weil dieser Mensch auf nichts ehrlich antwortet. Okay, du hattest auf jeden Fall nicht nur eine Boxershorts an. Nee. Bist du dir ganz sicher? Nee. Bist du dir nicht so sicher, ne? Nee, aber ich glaube, Short und Boxer Short, wie immer. Okay, alles klar. Und dann erzähl mal weiter. Dicky, was er erzählt, ist eigentlich voll Bullshit. Erstmal sagt er war nicht nackt gewesen. Dann sagt er hatte eine Boxershorts und eine Basketball-Shorts an. Dann sagt sie, bist du sicher, dass du nicht nur eine Boxershorts anhattest, weil sich das decken würde, wahrscheinlich mit Anastasia-Story. Und er sagt, nee, ich würde, Alter, wenn ich eine hetero Frau wäre, ich würde einfach wirklich, genau wie Carina, anfangen, was mit Frauen zu haben. Du hast dich erst einen Tag später nach mir gemeldet, nachdem du total verkatert warst und das alles schon passiert ist. Okay, warte. Sie erzählt uns jetzt, dass Yasin, der ja Paulina so gehasst hat dafür, dass sie Carina nach Hause geschickt hat, weil das ihn gebrochen haben soll. Der erzählt uns, dass er nach seinem Auszug aus der Villa, 2 Tage nachdem Carina ausgezogen ist, nicht als allererstes diese angerufen hat, sondern erstmal noch eine Party mit Paulina gemacht hat und allen anderen, um sie dann verkatert am Folgetag anzurufen. Geht's noch? Also erstmal im Ernst, geht's noch? Das kann doch nicht sein. Ja. Das geht doch nicht. Wie kann sie jetzt, nachdem sie ihren goldenen Schuss gesetzt hat, so ungefähr, sie rausgehauen hat, das alles kaputt gemacht hat, sagen, ey, ich bin voll das Opfer und das macht mich alles so fertig. Carina war so rücksichtslos. Warte mal ganz kurz. Er lässt sich jetzt aus über Paulina und sagt, dass Paulina mit dem Rauswurf von Carina alles kaputt gemacht hätte zwischen ihm und Carina. Junge, du hast dich bei Carina nicht gemeldet, als du ausgezogen bist. Willst du sagen, daran ist Paulina schuld, weil du 2 Tage von Carina getrennt warst oder was? Also warum hat sie da irgendwas kaputt gemacht? Wenn du eine Person noch magst, dann kann auch ein Auszug aus der Villa 2 Tage vor deinem doch nichts kaputt machen. Also es gab nie irgendwie eine andere Person, wo ich dachte, okay, die magst du jetzt mehr als Yasin. Aber ich bin auch generell ein Mensch so, dass ich, wenn ich einen Partner habe, dann konzentriere ich mich 100% nur auf den und auf keinen anderen. Maus, aber das... Hat sie mal was gehört von einem Leben? Also ich meine, du kannst ja wirklich mit deinem Partner so sein und so, ne? Aber 100%ig konzentrierst du dich dann in deinem Leben auf deinen Partner und dann gibt's sonst niemanden mehr, oder was? Das ist doch... Also ist das nicht... auch gefährlich und so? Ja, Carina, als du ausgezogen bist, wirkt es so, als wärst du dir sehr sicher mit mir, beziehungsweise, dass wir ein Partner sind. Was hat dich da so sicher gemacht? Also, dass ich dachte, dass du mein Partner bist, das habe ich nie gesagt. Steht hier. Ja, das wollte ich nur ganz kurz gerade stellen, ja. Ja, aber du meintest, in fast jeder Insta-Story hast du davon geredet, wieso du dich, also du hast immer erklärt, warum du dich wie verhalten hast, mit deinem Partner. Also du hast schon immer wieder Partner in den Mund genommen. Und die Redaktion von RTL hat das ja nicht einfach nur so dahin notiert, sondern weil du sowas in der Art gesagt hast. Das habe ich nie gesagt. Für mich war klar, ich mag Yasin. Ich habe mich vielleicht auch so ein bisschen verliebt in ihn. Das sind einfach sehr, sehr intensive Tage dort gewesen. Und er hat mir eigentlich
auch immer das Gefühl gegeben, dass es von seiner Seite auch so ist. Ja, bis auf die Momente, wo er dann mit anderen irgendwie hardcore geflirtet hat, die du ja eigentlich nicht gesehen hast in der Villa, jetzt aber wieder doch. So, aber bis auf diese Momente hat er dir eigentlich immer ein gutes Gefühl gegeben, ja. Muss ich dazu eigentlich? Sagen? Naja, so wenn ich dann am Strand war oder so, hast du ja andere Taten gezeigt, aber... Ach komm jetzt. Er ist wie so ein Toastbrot, ne? Also wir haben das ja alles jetzt schon durchgesprochen, warum sie verletzt wurde durch deine Handlung und so weiter. Und dann fasst ihr das jetzt nochmal zusammen und wiederholt es und du sagst so, wieso eigentlich? Und dann so, ach komm jetzt, diskutierst du jetzt noch darüber, dass das eigentlich gar nicht so schlimm war oder was? Nee, wenn du jetzt sagst, so eigentlich andere Taten, weil ich einmal gesagt habe, im Spiel, wie müsst ihr dich küssen? Er reilt einfach gar nichts mehr. Ich glaube, da ist auch jeglicher Zug abgefahren. Und ich frage mich halt auch, ob er so einem normalen Job nachgehen könnte. Also, da kann man ja eigentlich nur hoffen, dass er lange noch so gebucht wird, ne? Wegen seiner Andersartigkeit. Nein, aber hä, ständig. Also, sowas hast du ja von mir niemals gesehen, das, was du gemacht hast. Dass du ständig da rumgeflirtet hast oder wenn ich am Strand bin, dass du Jessica auf den Arsch gehst. Das sind einfach für mich Dinge. Guck mal, nein, lass mich, kann ich kurz ausreden? Ja, du darfst ausreden. Dankeschön. Bitteschön, Carina. Danke. Was muss sich eigentlich ihre neue Freundin denken? Die ist ja mit im Studio. Und dann hört sie den beiden bei ihrem Kindergarten zu. Will er jetzt abstreiten, dass er Jessys Arsch auf ekelhafte Art und Weise mit seinen zwei Kumpels angegeiert hat? Bitte, wie habt ihr sie angegeiert? Ich nicht. Natürlich nicht, das weil Yasin ist ja immer der Engel und der Gute. Das waren Jermaine und Sasa. Ne? Ich war in festen Händen. Oh. Ich habe einfach nur gesagt, sie ist... Bitte sei leise. Guck mal, das ist genau das, was ich meine, ne? Die denken halt so nicht mal einen Zentimeter weiter oder zurück. Jetzt auf einmal, nachdem er sie gefragt hat, warum sie zum Zeitpunkt des Auszugs dachte, die seien ein Paar, weil das ja gar nicht so war. Jetzt behauptet er, er sei in festen Händen gewesen. In wessen denn? In denen von Gott oder jetzt doch von Carina? Vielleicht bin ich einfach in dieser Ansicht anders als du, weil du bist noch so, ich möchte meinen Spaß haben und ich möchte am liebsten fünfmal die Woche feiern gehen. Du weißt doch gar nicht, wie ich bin jetzt. Nee, du hast dich auf jeden Fall richtig verändert, glaube ich. Du hast so eine 180-Grad-Wendung gemacht. Wie bist du denn? Wie ich jetzt bin. Wie du jetzt bist oder wie du nach der Show warst? Wie ich nach der Show war. Da weißt du, wusstest du, wie ich bin. Ja, wollen wir jetzt darüber reden? Ich glaube nicht, oder? Ich bin einfach nur sprachlos. Also ich habe ihn ja auf eine bestimmte Art und Weise jetzt schon eingestuft und so, ne? Aber das, ich finde, diese Podcasts tun ihn immer noch am aller... Also die geben dem ganzen Bild noch den Rest. So richtig den Rest. Und der ist nicht gut. Wie kommst du mir immer so mit auf, eins auf Drohnen? Sind wir hey, ich drohne dir doch nicht, ich frage dich doch einfach nur. Aber du sagst nur. Das immer mit so einem Ton und einem Blick, nein, ich frage ey. Dich einfach. Ja, aber verstehst du nicht, warum? Sie ist ja genauso entsetzt. Und wo war da jetzt eine Drohung? Die kann einfach kein ordentliches Gespräch mit dir führen, weil du immer so dämliche Gegenfragen stellst. Sei froh, dass sie nicht Körper hier dich angreift oder so. Ja, als du auch diese Villa verlassen hast, habe ich auch nichts mehr mit irgendeiner Frau gehabt oder gemacht oder sonstiges. Nee, hat man ja gesehen. Also ich meine, oh Gott. Er war noch dann wieder bei Victoria oder bei irgendjemandem. Oder bei hier irgendjemandem war er doch. Ich weiß es nicht mehr, ich habe es auch verdrängt. Wo hast du geschlafen? Sollen wir jetzt andere Namen mit reinziehen hier? Nein. Okay, das musst du ja nicht. Okay, alles klar. Okay, sie erzählt nämlich, wo hast du geschlafen, als ich dann zu dir nach München geflogen bin? Warum sollen wir denn andere Namen nicht reinbringen? Was ist denn das Problem? Willst du einen Bezug zu deiner Community haben und glaubwürdig und nahbar sein? Oder willst du einfach so der Lügner von nebenan sein? Ja, dann bin ich einen Tag später, bin ich dann zu Yasin gefahren. Ich habe mich so gefreut, Leute. Ich weiß noch, ich war 7 Kilometer vor meinem Ziel und ich war so aufgeregt, weil ich ihn einfach richtig sehen konnte, ohne Kameras. Und seitdem waren wir eigentlich durchgehend zusammen. Ja, ich glaube über einen Monat. Ich glaube einmal warst du, eine Woche bei mir, dann waren wir 2 Wochen bei dir, dann ja. Eine Woche bei mir, 2 Wochen bei dir. Hatte ich Geburtstag. Okay, also, ihr müsst euch vorstellen, sie durfte nicht gleich kommen, weil nachdem er gelandet ist, musste er irgendwas mit irgendeiner Ex klären, deren Namen wir aber nicht sagen wollen, weil wir reden ja nicht über Menschen, die nicht da sind, ne? Wahrscheinlich ist es Alicia oder we don't know, die Emanzipierte. Und dann durfte sie einen Tag später kommen. Und dann haben die 4 bis 6 Wochen intensiv miteinander verbracht. Und dann sind die zusammen nach Hamburg gefahren, weil dieser Mensch dort ein Tattoo bekommen hat, um noch schöner zu werden, also Yasin. Und dann haben die sich das allererste Mal getrennt.
weil Yasin musste nach München kurz wegen Gigi und sie ist schon mal zu sich da in ihr Dorf gefahren und Yasin sollte einen Tag später zu ihr nachkommen und hat da einfach sich nicht mal bei ihr gemeldet. Die haben 6 Wochen miteinander verbracht und dann hat dieser Lappen sich danach einfach nicht bei ihr gemeldet. Ja, dann hat der Yasin sich so einfach nicht mehr bei mir gemeldet. Bin dann morgens aufgestanden, weil er eigentlich kommen wollte und er war dann nicht da und kam nicht. Das ist doch eine maximale Vollkatastrophe, oder nicht? Das ist doch ein Totalschaden. Das ist doch, also, oder, hä? Ja, dann war irgendwie die Geschichte zu Ende geschrieben, weil Yasin da ein paar andere Baustellen hatte. Ich muss dazu sagen, ich glaube, das hätte so oder so nicht geklappt, weil wir beide einfach so unterschiedliche Lebensstile haben. Ja, also Baustellen hatte und definitiv noch hat, ne? Also diese Baustellen sind ja so tief. Also so tief wie ein, hier, wie nennt sich das? So ein, wie heißen diese Dinger, wo man Wasser rausholt? So ein, wo man Wasser rausholt. Ich kann nur das serbische Wort gerade. Ne, mit so einem Eimer. So tief sind seine Baustellen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, welches Wort ich suche. Also da muss ich sagen, Pauline hatte schon recht, als sie immer gesagt hat, das wird zwischen euch nicht klappen, weil ihr einfach so unterschiedlich seid. Ja, so dumm ist die Pauline nun doch nicht, ne? Ich finde, morgens und mittags sind wir sehr gleich, aber sobald es abends wird, sind wir wie Tag und Nacht. Wie will er denn auch älter werden, ne? Also wahrscheinlich säuft er wirklich jeden Tag und findet das auch noch lustig. Ja, ich bin an eine Frau vergeben, Leute. Super, das haben wir ja mittlerweile alle mitbekommen und die Arme sitzt da. Das wird wahrscheinlich für die erste Krise in der Beziehung sorgen, oder? Ich habe mir auch vorgenommen, nicht mehr dieses, ich habe ja, was ich gerne gemacht habe, ist allen Mädels gleichzeitig Hoffnung geben und du bist die eine, du bist die eine, du bist die eine. Jetzt hat er doch allen Hoffnung gegeben. Vorhin hat er versucht, sich da noch rauszureden, aber er hat wahrscheinlich jetzt wieder vergessen, was er vor 40 Minuten gesagt hat. Carina, wie stehen wir heute zueinander? Carina, wie stehen wir heute zueinander? Gar nicht, muss ich dazu sagen. Also weder neutral noch gut noch schlecht, also gar nicht. Also ich habe mit Yasin gar nichts zu tun. Du bist mir halt einfach komplett egal, verstehst du das? So, ob du da bist oder nicht, was auch immer du machst, ob du atmest oder nicht, gar nichts, nichts. Ich habe ihn jetzt hier das zweite Mal nach Ex on the Beach überhaupt gesehen. Vorher haben wir uns auf dem World Club Dome gesehen. Das stimmt, da habe ich die beiden tatsächlich dort gesehen. Und dann war ich schon so neugierig, ne? Was ist da los? Es war auf jeden, also ich habe eigentlich gesagt, ich will niemals in dieser Show mitmachen. Warum denn nicht? Also du kommst jetzt nicht so rüber, als wenn du irgendwie wählerisch wärst, was TV-Shows angeht. Ja gut, wir sind auch ja, Frauen, ne? Ja, komm, das war jetzt auch nicht so. Und außerdem, schau mal, hey, das musst du sagen, für die Zeit, die wir danach hatten, war auch cool. Wir hatten auch schöne Momente zusammen. Bevor du sie dann nach 6 Wochen einfach geghostet hast, oder was? Also es geht so darum, dass sie halt meinte, sie hat dann die Show geguckt mit einer Freundin, die Ausstrahlung, und dann hätten die andauernd nur über ihn gelästert. Und dann so, hä, warum? Warum? Weil du dich völlig abnormal verhältst. Verstehst du? So, und anstatt dich für alles zu schämen, versuchst du jetzt hier noch irgendwas gut zu reden. Und sag, aber hey, die 4 Wochen davor, bevor ich mich einfach nie wieder gemeldet habe bei dir, wie so ein, ich bin sprachlos, ich weiß gar nicht, welches Wort ich dafür verwenden soll. Waren ja gut, ne? Yasin, was hast du so für die Zukunft geplant? Carina, soll ich dir jetzt echt verraten? Ja? Gar nichts, was für eine Zukunft? Was soll er denn geplant haben? Ja, was soll ich für die Zukunft geplant haben? Ich glaube, mit Ex on the Beach habe ich mir ein paar Türen öffnen können. Also ich glaube, ich werde doch noch so ein paar Shows machen. Ich habe schon gehofft, dass irgendwie ein paar Türen vom Psychotherapeuten aufgegangen sind oder so. Das wäre vielleicht gut. Aber Shows, ja. Ja, es ist halt schwierig, solche Menschen zu finden, ne? Die ohne Scham so eine Art ausleben und sich dabei auch noch filmen lassen. Was haben wir geplant? Wir wollen auf jeden Fall Kinder haben. Ich will heiraten. Ich will auch irgendwann ankommen im Leben. Ich finde, dieses TV sollte nicht, bis ich Mitte 30 bin, weitergehen. Okay. Ja, sind aber schöne Pläne. Du bist so eine Missgeburt, ich weiß. Okay, also er sagt behindert und Missgeburt. Ich kann nichts mehr dazu sagen, Leute. Was sagt ihr dazu? Tschüss. Abonnieren, kommentieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, ne? Love you.